Ich war als Student in Neuseeland, habe dort ein Jahr studiert an der Victoria University in Wellington und habe dort Drama studiert, also Theater. Und ein Jahr war ich in Neuseeland und wie jedem Touristen ist es mir ergangen, ich fand Neuseeland toll und habe überlegt, ob ich da bleiben soll. Und wenn nicht, was ich damit mache, dass ich die Neuseeländer und das Land so schön finde. Ich habe mich mit der nationalen Dramatik Neuseelands auseinandergesetzt. Darüber habe ich meine Abschlussarbeit damals geschrieben. Mit der Identitätsfindung der Neuseeländer, der Kiwis beschäftigt dadurch. Und bin dann immer weiter in dieses weite Feld gekommen. Was macht Neuseeland aus? Wo kommt es her? Was ist es eigentlich? Was sind Kiwis? Wie gehören Maori und Pakeha zusammen? Das war wichtig für, für mein Studium der nationalen Dramatik, was ich da gemacht habe. Und das kann man sehr schön auch übertragen auf die Literatur letztendlich. Als ich zurückkam, wollte ich mir das Land erklären. Für die Deutschen? Für die Deutschen. Und ich habe mir überlegt, das kann man natürlich mit Bildbänden machen, die gab es schon. Es gibt Hochglanz-Werbeprospekte zu Neuseeland, jede Menge, immer wieder, immer schöner. Gibt es auch. Und ich habe die Vielfalt des Landes kennengelernt durch die verschiedenen Menschen dort. Und das wollte ich rüberbringen. Nicht irgendwelche schönen Bilder. Das war es nicht alleine. Haben wir natürlich auch im Programm. Ich glaube, das war Herr Tonga Pat Baker. Das war das erste, glaube ich, was ich gemacht habe. Ist also ein historischer Roman. Ist der erste historische Roman, der von einem Maori geschrieben wurde. Und ein sehr kontrovers diskutiertes Buch in Neuseeland. In Deutschland nicht, weil es eben halt nicht so wichtig ist für die Deutschen und auch nicht für die Literaturkritik. Aber es ist immer noch ein ganz bedeutendes Buch für Neuseeland. Und jeder kennt Rena Owen, der sich mit Neuseeland beschäftigt. Die Hauptdarstellerin im Film Once Were Warriors. Und sie lebt zurzeit in Los Angeles und versucht, dieses Buch zu verfilmen. Also es ist immer noch ganz aktuell und es ist ein außergewöhnliches Buch. Das habe ich dort, ist mir dort untergekommen, wie man so sagt. Und da war ich fasziniert davon. Sie waren fasziniert. Und wie ging es Ihnen dann auf dem deutschen Buchmarkt? Ist ganz witzig, weil das Buch, die Deutschen sind interessiert an Neuseeland. Das ist tatsächlich so. Sie sind auch sehr interessiert an Kultur und Geschichte. Und das war für mich von Vorteil. Also das Buch hat sich wirklich in den Jahren immer weiter verkauft. Das ging. Das war okay. Bei den anderen belletristischen Titeln war es dann schwieriger, die ich dann danach gemacht habe. Wenn es dann zeitgenössische Literatur wurde, das war ein bisschen problematisch, weil der Buchhändler an sich auf Neuseeland fixiert ist, indem er tatsächlich Reiseführer verkauft oder Bildbände. Und wenn man dann rüberbringt und sagt, okay, das ist ein zeitgenössischer Roman aus Neuseeland, dann hat der Buchhändler ein ganz kleines Problem, das Buch einzukaufen. Wir machen wirklich Außenseiterbücher auch. Das heißt, wir machen auch manchmal Auflagen von 500 bis 1000. Wir machen aber auch mal 4000 oder 5000 Auflage. Das hängt wirklich von dem Buch ab. Wir haben jetzt mittlerweile 40 Bücher im Programm. Und da wird ganz unterschiedlich überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, weil man kann ja nicht einfach nur immer Geld in irgendein Produkt stecken. Man muss ja überlegen, kann das auch verkauft werden. Gehen wir mal von Harold Tonga Pat Baker aus. Da habe ich versucht, in Neuseeland Fördermittel zu bekommen, weil es eben halt wirklich ein ganz bedeutendes Buch für die Ureinwohner, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, der Neuseeländer geht. Habe aber nichts bekommen. Das heißt, das Interesse war von Seiten Neuseelands nicht so besonders groß. Aber in Deutschland habe ich eine Finanzierung bekommen, eine Übersetzungsförderung dafür. Das war, also es gibt immer auch so für besondere Bücher gibt es auch besondere Wege dann. Davon kann man zwar das Buch nicht finanzieren, aber man kann gewisse Kosten einsparen. Ich habe ja damals angefangen mit diesem ersten belletristischen Titel und habe dann gesagt, ich möchte Neuseeland erklären, auch über die Literatur. Und Neuseeland ist vielfältig, ein sehr vielfältiges Land und die Literatur ist genauso. Und das macht die Literatur Neuseelands aus. Es gibt also nicht nur einen, meiner Meinung nach, einen Blickwinkel, mit dem man Bücher bewerten kann, sondern man muss immer auch den Hintergrund des Landes mitbewerten, wenn man die Bücher liest. Und ich habe damals angefangen, das, was ich für Neuseeland wichtig fand, zu publizieren. Ganz langsam als kleiner Verlag. Das erste war immer dieser historische Roman. Das zweite war dann von Chad Taylor, ein zeitgenössischer Roman. Der ist so eine Art Underground-Autor in Neuseeland und beschreibt so die Leere und die Weite des Landes, aber auch die Leere in den Menschen manchmal und die Unsicherheit, die Suche nach sich selbst. Also es ist wirklich so ein Road-Buch, also wie sagt man? Road-Story? Road-Story geworden, ja. Also das Buch ist halt quasi eine Art Road-Story, so ähnlich wie eben halt die Filme auch gemacht sind. Und es ist die Reise durch die Ferne, durch die Weite des Landes, Suche nach sich selbst.
Und es ist nie klar, ob das, was dort erzählt wird, überhaupt der Wahrheit entspricht. Also es ist ein ganz besonderes Buch und Chatel hat sich seitdem wahnsinnig entwickelt. Ist ein guter, sehr guter Autor geworden. Das war das zweite Buch und ich wollte eben halt durch diese unterschiedlichen Autoren darstellen, wie unterschiedlich das Land ist. Und das kann man, wenn man diese 7 Bücher in dieser Literaturkollektion sich nebeneinander anguckt, da kann man sehr schön sehen, wie vielfältig das Land ist.